Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Pikmin 4. Im letzten Part hatten wir bereits hier den Zaun zuletzt gelöst und einige Sachen gelootet in dieser Höhle. Und jetzt geht unser Weg hier weiter, aber es wird noch relativ ätzend werden, weil hier noch Feuer hinzukommt und vieles mehr. Und das wird uns jetzt hier drin erwarten, also der richtig ätzende Fit, der geht erst jetzt los. Aber ich würde vorschlagen, wir sind bereit, hoffe ich. Und ich hoffe mal, dass nicht alle gerne Pikmin flöten gehen. Ich hätte mir da zuerst ein paar zurücktun sollen. Sagen wir mal. Jetzt wird es halt, glaube ich, jetzt fängt das Spiel an, erst ätzend zu werden. Davor war es noch relativ einfach, aber jetzt. Aber es ist. Sag's, wie es ist. So. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Ja, das finden wir es mal heraus. So. Feuer ist generell eine eher ein bisschen kritische Sache. Gut, dann lassen wir die Pikmin einfach mal hier zu den verschiedenen Dingern gehen. Vor allem die gelben sind mir wichtig, sind irgendwas. Ah, gut, dann kommen wir nichts mehr ab, weil es nichts alles weg ist. Stopp, komm her, Pikmin! So, ist es. Und dieses Feuer ist ein bisschen sehr ungünstig. Heißt, da sollten wir aber nicht reingehen, so gut Deutsch. So, kann das Ding mal fixieren? Danke. So, und die werden halt auch immer wieder ätzender, die Gegner. So, gut, du tragst das mal weg. Und mal ein paar für die Dinger hier. Let's go. Perfekt. So, dann nehmen wir jetzt mal meine gelben Kumpels und schauen, dass wir den Zaun hier abbauen. Perfekt. Rohmaterial wird transportiert. Ja, super. Hier kommt einiges mehr zusammen in dieser Höhle. Das ist perfekt. Kommt, Pikmin. Arbeitet, 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 arbeitet. Boah, der Sound ist ja ganz ein hartnäckig. Aber wir haben es am Ende dann doch geschafft. Manchmal braucht es halt seine Zeit. So, hier hinten geht es erst richtig ab und da ist ein Gestrandeter. Gut zu wissen, hier ist einiges los. Aber da brauchen wir alle Pikmin wieder. Den kommt immer wieder her, meine 50 Stück. So, und jetzt schauen wir mal, was weitergeht. Das wird nämlich richtig spannend hier. Eieieiei. So. Irgendwie muss es da weitergehen, frage ich nur wie. So, man sollte natürlich nicht jetzt aufs Rote gehen unbedingt, weil das ist ein bisschen, kontraproduktiv. So. Machen wir es erstmal platt. Und währenddessen ziehen wir mal den neuen Pikmin hier raus. Cool, dass die Überwäsche sind, aber die werden wir halt wirklich dann mal brauchen. So. Mal kurz schauen, sind die resistent gegen Feuer? Nein. Die roten aber. Das ist perfekt. Also jetzt bauen wir einfach hier die Feuerquelle ab. Und das erlischt das Feuer. Na, sieh mal einer an. So, die gelben Pikmin kann man höher werfen. Also die können jetzt unseren Gestrandeten einfach wegtragen. Das ist ja perfekt. So. Euch darf ich natürlich auch nicht vergessen. Gut, wir gehen mal noch nicht hier lang weiter, sondern gehen erstmal wieder zurück. Bin mal gespannt, was wir jetzt für Gestrandeten wohl gefunden haben. Gut, dann sehen wir uns mal die Visitenkarte an. Wen haben wir hier?
Digo, Ori, arbeitet am liebsten allein, doch wenn sein Hilfe nötig wird, kann man sich auf seine Muskelkraft verlassen und ist tatsächlich ein Rettungscrew-Mitglied. Das ist doch super. Ich wusste, dass es fair genug ist, um hier zu überleben. Digo ist ein großartiger Scout, auch wenn er keine Rettungshunde mitnimmt, er arbeitet eben gerne allein. Seine Expertise können wir auf dieser Mission gut gebrauchen. Das ist doch super, dass wir Digo gefunden haben. 2 fehlen nur noch. Oh. Jetzt werden nur noch ein Arzt und der Pilot der Rettungscrew vermisst. Okay, ja, die finden wir auch noch. Dann haben wir alle zusammen. Das ist doch schon mal super. So, kommt ihr nochmal her, E5. Perfekt. So. Na gut, die Pikmin kann man ja super verwenden, wie wir festgestellt haben. Deswegen machen wir das hier einfach jetzt mal kaputt. Und das erlischt, das ist super. So, haben wir jetzt natürlich mal ein bisschen mehr zu tun. Ah, perfekt, die arbeiten eh schon gleich. Ich glaube, die kann man auch mal so hinzicken. So, und hier kommt gleich, glaube ich, irgendwas Böses bei raus, oder? Was auch immer das ist, wir sollten uns relativ gleich hier drum kümmern. Ach nee, die graben das denn aus, verstehe. Boah, was ist denn das? Und nicht, dass es irgendein Boss oder sowas ist. Please help. Besser, wenn wir unseren eigenen Feind da ausgraben. Keine Ahnung, was das ist. Einfach nur ein Gegenstand. So, oh, perfekt. Und jetzt kommen hier wieder neue Pikmin pflücken. Hier gibt es ja erst viele gelbe Pikmin. Juppie. Boah, 60 kann man insgesamt. Eieiei, das ist erst Wahnsinn. So, machen wir den Ofen hier auch nochmal aus. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Glycerien brauchen, die ich jetzt auch sehr weit geben. Oh, sehen wir an, was wir hier haben. So, 1, 2, 3 und 1, 2. So, dann tut es eben auch noch. Die Beine gibt es ja erst viel Loot, das ist ja dermaßen der Wahnsinn. Aushit. Boah, nein, Pikmin, ich schaff das, ohne dass das Ding alles zerdrückt. Shit. Da sind da jetzt ein paar verstorben. Auch ein paar gelbe, sehr unschön. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst. So ein Scheiß. Aber wir haben umso mehr Pikmin gefunden, dann ist das schon einigermaßen vertretbar. So. Aber ich lasse jetzt ehrlich keine Pikmin mehr bei mir. Gut, holte mal den ganzen Müll hier. Da kann ich selbst auch noch was mit als Hund dazu machen. Komm, Hundi. Betritt saft dir das. Kann auch noch mithelfen. Okay, ich hol mal noch ein paar mehr Pikmin. Oh, habt ihr was schon gesaft, oder? Nein. Da noch nichts. Ich hol da noch ein paar mehr Pikmin. Die Seelen nehmen jetzt alle hier. Nur, ja, 50. Boah, 10 Stück verloren. So ein Scheiß. Immerhin haben wir noch 20 von denen ergeben. Das ist doch mal super. Ah ja, der Hund hat eh schon was, was er gerade zurückbringt. Das ist doch super. Dann lassen wir ihn hier den Rest zurückbringen. Das ist einfach nur ein schnellerer Weg, um von A nach B zu kommen, wie es mir scheint. Oder?
sieht so aus, das Sache. Er hat da unten nichts mehr. Ich dachte, der hat noch was dabei. Okay, dann wohl doch nichts. Gut. Dann steigen wir da auch sehr gerne wieder auf. Ja, 22 von denen. Gelb ist doch noch super. Das hat mit ein paar verreckt sind. Da muss erst ein bisschen mehr aufpassen. Und Glück ist viel. Und machbar war es auf jeden Fall. So. Top, jetzt geht's hier rein und wieder nach oben, ne? So sieht's aus. Und was uns auf der Oberfläche erwartet, das die Leute sehen wir im nächsten Part von Pikmin 4. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!